hallo und herzlich willkommen nochmal zurück. Mich treibt's von einem auf zum anderen Ort und manchmal auch zu Rittersport. 100 Jahre Rittersport. Lass es knacken. Hallo, wir sind hier in Berlin, wie ihr schon bereits wisst, und ich wurde gefragt, ob ich vielleicht auch die Knie, falls ich etwas moderieren sollte, die Knie meiner Gäste auch berühre. Und da fiel mir noch ein, es kann durchaus sein, aber viel interessanter ist es doch, was ziehen die Damen und Herren denn an den Knien an? Es ist ein bisschen kalt, ich hoffe nochmal hier. Also wir haben hier so schöne, sehr schöne, interessante Modelle. Kommt mal ein bisschen dichter hier. Was halten Sie hier von da hinten von den schönen Blümchen da? Das finde ich ganz interessant. Oder schauen Sie daneben, das Rote hier da. Daneben können Sie das Rote da gleich sehen. Das hier, genau das da, ja, dass das so runtergeht. Das ist so als, schauen Sie doch mal mein Bein an. Schauen Sie. Es ist doch auch schon ein wenig so, ne? Kann man ja fast so gelten lassen. Und ich denke mir, hier, einmal ein bisschen höher, danke, ja, hallo. Und was halten Sie denn davon, wenn wir wieder so eine Wette machen? Oder ich überlege mir einfach in der ersten Sendung, anstatt diese hier anzuziehen, und einfach diese rote da. Oder vielleicht die blaue hier vorne. Oder hier vorne mit dem Puma, sieht fast aus wie so ein Puma-Muster hier. Oder hier vorne mit dem Blümchen. Was würde Ihnen denn zusagen? Also, haben Sie eine Idee? Dann voten Sie für mich auf der Seite facebook.com, das neue Gesicht von Wetten, dass. Bis dann. Ciao. So, und jetzt sind wir wieder unterwegs und sind noch mal ein bisschen durch Berlin gegangen und ich habe mir gedacht, ich bin ja immer mit der Pfanne unterwegs und mit dieser Pfanne kann man so schöne Sachen erledigen, wie zum Beispiel etwas drinnen braten zum Beispiel. Und da habe ich tatsächlich die schärfste Currywurstbude der Welt entdeckt. Da können wir gleich mal mit rüber gehen. Kommt mal mit. Hallo. Hallo. Guck mal, schau mal, hier ist die schärfste Currywurstbude der Welt. Und ich stelle mich direkt vor. Super. Hier ist mein Gesicht drin. Du bist der? Der Sascha. Sascha Hengler, genau. Ja. Und wir sind unterwegs und ich habe gedacht, so eine Currywurstbude ist immer ganz interessant, weil der Tommy ja auch immer gerne mal eine Currywurst isst und so. Hast du mit dem schon mal irgendwas zu tun gehabt oder so? Irgendwie was in Verbindung? Nein, geht noch nicht. Mit einer anderen Firma schon mal. Mit einer anderen Firma. Ich habe gestern so den Vorschlag im Fernsehen gesehen, da war auch so ein Typ mit Currywürsten verkauft, hat der vielleicht was mit dir zu tun gehabt? Rostbratwürste. Genau. Und der kommt von dir, oder was? Der kommt von uns, genau. Du gehört die schärfste Currywurstbude weltweit. Und wir suchen ja nicht nur das Gesicht von Wetten, das neue. Schaut mal, hier sind überall einige Gesichter. Hier, guck mal, hier habt ihr noch jede Menge Gesichter, ne? Das könnten ja alles schon die neuen Gesichter, das neue Gesicht werden von Wetten, das. Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt die Pfanne und grillen ein paar Würstchen da drin. Das macht man ja eigentlich auf dem Grill. Deswegen heißt es ja Grillwürstchen, aber vielleicht gibt es ja auch Pfannenwürstchen. Und es ist ja immer viel Fun, viel Spaß. Und wir sehen uns dann, ne? Bis dann. Danke dir, ciao. Hackschuh oder Lackschuh? Alles oder nichts? Ziehe ich mir einen Frack an? Oder komme ich vors Gericht? Diese Zeilen sang schon unser Freund und Schauspielerkollege, Sänger und Entertainer Harald Junke. Den kennen Sie ja bestimmt alle. Ist leider vor uns schon gegangen. Aber ich bin natürlich noch da und wenn Sie wollen und sich das wünschen, dann voten Sie für mich Facebook das neue Gesicht von Wetten, dass. Und dann singe ich auch für Sie und komme singend die Treppe herunter. Bis dann. Ciao. Hackschuh oder Lackschuh? Ja, nun, hallo, herzlich willkommen. Jetzt sind wir hier am Gendarmenmarkt, wie ihr sehen könnt. Und ich bin ja wie immer auf der Suche nach dem neuen Gesicht von Wetten, dass, ja. Und ich habe überlegt, vielleicht gehen wir einfach mal zum Gottschalk in die Redaktion. Vielleicht können wir mit dem ein bisschen sprechen, mal sehen, was er dazu sagt. Und gut, dann, bis dann erstmal, ne? Ciao. So, wie ihr nun sehen könnt, sind wir direkt bei Gottschalk Live hier angekommen, beim Sender, bei der Redaktion, und ich habe mit ihm gesprochen und er war so nett und hat gesagt, ich schicke dir eine Mail
Und ich würde mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn diese Mail auch kommt und er es zugesagt hat. Und ich hoffe, er kann mich auch bei diesem Projekt unterstützen, wie ihr das natürlich auch schon ganz fleißig macht. Und ich würde natürlich gerne auch in ein paar andere Städte noch fahren. Und mich würde es natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich dabei unterstützen könnt, wenn ich bei euch schlafen kann, wenn ihr ein bisschen als Kamerateam mit mir auf die Straße geht, hier in ganz Deutschland, um natürlich das neue Gesicht von Wetten, dass zu werden oder es auch zu suchen. Ich habe mich ja jetzt, letztes Jahr, erst beworben beim ZDF für Wetten, dass als Moderator und mal sehen, wie weit wir kommen. Ich freue mich auf alle Fälle auf eure Unterstützung, eure Interaktivitäten bei der ganzen Sache dabei und so weiter. Also das wäre super geil, wenn ihr dabei seid und natürlich für mich auch weiterhin votet für das neue Gesicht von Wetten, dass. Wie gesagt, ich habe mich ja beim ZDF offiziell beworben letztes Jahr und ich hoffe, dass es noch weitergeht und ich würde sagen, bis dann erstmal und bis bald. Ciao! Gesicht von Wetten, dass. Und er reicht durch ganz Deutschland und ja, it's better to experience it. Please welcome him. He's a good man. Ich habe ja auch die Flyer mitgebracht und wenn Sie glauben, der Typ hat jetzt eine. Einer an der Pfanne, der hat sie natürlich auch mit. Ne? Die Pfanne ist immer dabei, gucken Sie. Das ist die Pfanne. Da ist auch mein Gesicht drin. Ich bin hier gerade auf Deutschlandtour und heute in Berlin. Natürlich, wenn man immer der Erste ist des Abends, hat man es natürlich immer am schwierigsten, gerade wenn man noch eine Pfanne im Rücken hat. Und ich habe mir überlegt, ist doch schön, wenn wir auch mal ein bisschen was zusammen machen, weil das ist ja ein bisschen das Warm-up für die anderen Künstler, die noch nach mir kommen. Das ist ja auch mal ganz wichtig, so ein Warm-up zu machen. Das ist ja so ein bisschen mitsehen. Geht ungefähr so. Würde ich euch alle mal ein bisschen singen hören, ja? Ich will raus aus dieser Stadt. Ich folge meiner Spur, dem Rufe der Natur. Ich will frei sein, frei wie der Wind. Ich will frei sein, wie ein neugeborenes Kind. Ich warte schon sehr lang, blick in Richtung Sonnenaufgang. Ich will raus, hinaus aufs Meer und den Wellen hinterher. Ich will frei sein, frei wie der Wind. Ich will frei sein, wie ein neugeborenes Kind, wie ein neugeborenes Kind. Ich will frei sein, frei wie der Wind. Ich will frei sein, wie ein neugeborenes Kind.